Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, weit wieder dabei, die Schweine mit den ersten Sachen zu versorgen. Erdfrüchte und Mais haben wir in der letzten Folge den Schweinen kredenzt und jetzt haben wir Gerste dabei. Dann fehlt ja noch irgendwie Raps, Sojabohnen. Müssen wir noch eine Ladung holen und Wasser und Stroh, meine ich. Der wirkelt aber ganz schön hinten. Machen wir mal so rum. Wieder aus. So, die nächste Ladung. Wahrscheinlich gehen wieder so circa 10.000 rein. Müsste irgendwann bei 16 stoppen. Ja. Man könnte, wenn es wirklich gut läuft, ja sogar einen Kurs einfahren über die beiden Trigger, so wie ich den jetzt gefahren habe. Erstmal die Stelle versorgen, wenn die Stelle voll sind, soll er den Rest am Silo abkippen. Das müsste auch funktionieren, weil die Trigger weit genug auseinander sind. Mit dem zweiten Stall vielleicht kombiniert. Das könnte man sogar einrichten, aber der erste und zweite Stall, die sind zu nah beieinander. Ich glaube nicht, dass er den zweiten erkennt. Wir müssen dann komplett rausfahren, eine Kurve um den Schweinestall fahren und dann in den zweiten Trigger rein. Dann müsste das funktionieren. Ich fahre mal hier über dem Hof. Weiß nicht, ob das jetzt schneller ist. Jetzt müssen wir Sonnenblumen, Raps oder Sojabohnen haben. Gerste hatten wir, Hafer, Raps. Sojabohnen. Ich nehme mal Raps.
dann kann ich auch hier rumfahren. Wenn ich selber fahre, kann ich auch hier rumfahren. Jetzt warst du zu direkt. Und weiter geht's. Dann sind die jetzt mit Futter erstmal voll versorgt. So, jetzt. Also, es fehlt noch Wasser und Stroh. Wie viel Stroh kommt denn bei den Schweinen so rein? Da sind 15, 30, 35. Ja, gut. 16, 20. Und dann packen wir das wieder rein. Und Silo. So. Dann können wir den erstmal wegstellen, den brauchen wir dann später, um die Felder abzuernten. Dann können wir uns den Wassertank schnappen. Oder erst Stroh. Ist eigentlich beides wichtig, ne? Gucken wir, wo wir als erstes drankommen. Müssen wir, glaube ich, beide noch auffüllen. Abkoppeln. Und wir nehmen Wasser zuerst. Einmal ankoppeln. Schön sachte raus. Und einmal Wasser tanken.
So, hat das noch gelangt? Ach, der ist sogar voll. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Der ist sogar voll. Gut. Dann. Zu den Schweinen. Dann fehlt nur noch Stroh. Und dann können die auch da produzieren. Ich habe mir vor, vielleicht hier noch ein, zwei Bäume hinzustellen. Am Rand. So, Wasser müsste hier vorne sein. Da. Ist hier nicht so weit. Mal schauen, wie viel da reingehen. Oh, nicht viel. 2, 4. Ja gut, sind 12 Schafe, ne? Ach, Produktivität schon bei 90%. So. Ja gut, die haben sie 100%. Jetzt haben sie noch Wasser und Stroh kommt zugleich. Können wir den Rest Wasser vielleicht bei den Kühen reinhauen? Ansonsten bleibt er halt im Tank. So, und dann müssen wir uns nur noch Stroh besorgen. Nicht so schnell. War der Wasserträger hier oder war der auf der anderen Seite? Nee, hier war. Doch hier. So, da geht ein bisschen mehr rein, glaube ich. Kühe. Ja, sollten wir vielleicht sogar alles unterkriegen. Dann haben die Schafe schon neuen Stall, die Schweine und irgendwann werden dann noch die Kühe kommen. Mal gucken, wie groß der Stall ist. Aber vielleicht lasse ich die am Hof. Dass wir nochmal Tiere am Hof haben. So. Fass ist leer.
können wir den auch hier reinstellen, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ups. Nein, Quatsch. Na komm, dann fahren wir erstmal zurück. So. Aussteigen wollte ich noch nicht. Ist leider nichts mehr drin. Dann schauen wir mal. Die hier ein paar Paletten Bahnen reinbekommen. Aber mit dem kleinen Gerät. Auch allein schon bei den 12 Schweinen. Die Kühe brauchen hier auch was. Gucken, dass wir hier mal Ballen wegbekommen. Ich habe eigentlich vor, 2 zu nehmen. Ohne Gewicht hinten. Na, klappt das so? Der erste Ball rutscht, aber der zweite Ball noch nicht. Jetzt. Komm. Ah, liegt doch rein. So. Kriegen wir das nochmal so gut hin. Ich nehme sie jetzt, glaube ich, mal einzeln. Die stehen so weit auseinander. Und ich kriege ja die auch nicht höher. Ups. Nicht gut, dass ich den nicht höher kriege. Aber kriege ich die auch. Müsste ich auch quer reinkriegen, oder? Dann kann ich ihn doch abstreifen. So, passt. Jetzt gucken wir mal, was wir bei den Schweinen reinbekommen.
Das Strohzeichen kommt aber ziemlich früh, auch wenn ich an den Gebäuden vorbeifahre. Hoffen wir mal, dass Stroh auch gut und so gut klappt. Und dann haben wir die Schweine versorgt. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier im Stall rein muss. Der ist eigentlich hoch genug. Oh oh. Hier habe ich jetzt kein Zeichen bekommen. Da war doch was. Hier ein Ass. Ja, ein Ballen reicht für die sogar. Oder fast. Ja, 3, 6. So, dann sind die auch voll versorgt. Ach, das... Im Schweinestall muss man gar nichts abkippen. Okay. Ich habe gedacht, das Stroh ist jetzt für den Bereich innen. Da kommen wir vorbei. Gut. Vielleicht zum Ausmisten, dass wir da ran müssen. Aber wir werden es ja dann sehen. Mist hatten wir. Ist ja noch gar nichts. Gut. Dann bringen wir die. Ja. 2 Strohballen nochmal zu den Kühen. Die freuen sich, wenn Stroh ein bisschen mehr wird. Durch den Kuhstall. So, das waren die 400 Liter von dem angebrochenen Ballen. Hier haben wir noch 8000. 2 Ballen. So, dann fällt der eine auch runter. Und dann können wir die letzten 4000 auch noch hier reinblasen. Ja, sind wir auch da wieder im grünen Bereich alles. Roger. Oh, hier haben wir den ersten Mist. Erste Gülle. Aber Mist war ja außen Platz. Also ich glaube nicht, dass da noch was... Ja, die Verschmutzung vielleicht. Dass die im Stall dann passiert. Aber bei den
hohen Wänden, die da war. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Schweine da was rüberschmeißen. Dann kann der wieder hier abgestellt werden. Dann haben wir es erstmal. Die können wir auch hier abstellen. Vielleicht ist es sogar, wenn wir das Gerät mitnehmen, weil hier bei den Kühen da ist. Ich werde mal da einen Ballen reinbringen und dann nehmen wir das Gerät mit zu den Schweinen rüber. Ich meine Waffe Frontlader, ne? Eigentlich gut drin liegen. Wird auch angezeigt. Eigentlich müsste man dafür ja noch Spanngurte haben, wenn man um eine Kurve fährt, dass der Ball nicht rausfliegt. So, dann gucken wir mal in der Außenansicht, ob es noch irgendwas. Vielleicht auf der anderen Seite noch ein, zwei Bäumchen. Ups, reicht doch. Und zwei Bäumchen. Damit die Schweine auch ein bisschen Schatten haben. Auch gut sein. Zack. Ja, ihr lasst es euch wieder gut gehen. Ich weiß. Sag ich mal, bei der Mauer hier, die hier ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie hier noch was drüber schmeißen. Und Mist. Ah, sieht man noch nichts. Ein bisschen wenig. Oh, was macht das denn da? Kommst du wohl da runter? Du brichst dir alle Ohren. Hallo. Mhm. Das sind dann keine Tourengeräte.
So, dann können wir noch mal einmal zur BGA schauen. Besuchen. Weil da ist bestimmt wieder Platz für ein, zwei Ballen. So viel haben wir nicht mehr. Dann kann nämlich der Telelader auch wieder zurück zum Hof. Na, da passen noch ein paar Ballen rein. Passen sogar alle rein. Sind ja nur noch vier Stück. 16.000. Na, ja, komm. Nehmen wir erstmal zwei. Gleich nochmal zwei. So, dann haben wir die BGA wieder versorgt. Kann weiterarbeiten. Sind die beiden letzten Ballen. So, die letzten 43.000 können verarbeitet werden. Und wir können nach Hause mit dem Manitou. Fahren wir hier mal den Feldweg entlang. Sicherer. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen... Nee, heute gibt's ja noch eine zweite Folge am Samstag. Ja, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, bis gleich. Ciao, ciao.